Moin ihr Lieben, heute beginnt ein super spannender Vlog. Wir sind auf den VR Classics und gleich geht's mit meinen beiden Gewinnern zum Outlet Center hier in Neumünster und da werden wir ein bisschen shoppen und wir haben ein super, super umfangreiches Programm heute und ich werde euch einfach mitnehmen. Viel Spaß beim Video. Schönes Auto. Schönes Auto. Im Designer-Outlet in Neumünster und das sieht hier richtig schick aus. Das sieht so wie eine kleine Stadt ist das aufgebaut. Ein bisschen, wie würde ich den Stil beschreiben? Es sieht aus ein bisschen mediterran, aber wir gucken gleich mal richtig und da werde ich euch ganz, ganz viel zeigen. Wir werden uns jetzt noch kurz stärken und dann geht's los und ich kann es gar nicht abwarten, denn ich war so lange nicht shoppen. Wie sieht's bei euch aus? Ja, wir waren auch sehr lange nicht shoppen. Dringend nötig. Ja, dann holen wir das gleich mal nach. You're calling, I'm falling, don't know what it is you do to me, yeah, where you go, I follow, let's go out and... Hinter mir sieht es so schön aus, wir haben so schönes Wetter, es ist nicht mal kalt. Wir haben jetzt schon den ersten Laden geschafft, aber wir brauchten eigentlich viel zu lange und wir fühlen uns ein bisschen wie bei Shopping Queen, weil wir echt durchziehen müssen. Aber jetzt geht's weiter. Ich habe auch schon Teile gefunden. Meine Gewinnerin, die hat auch schon zwei Teile gefunden. Und jetzt geht's ganz schnell weiter. Wir sind jetzt hier schon ein bisschen gelaufen und es wird jetzt auch langsam voller. Und wir sind noch sehr optimistisch, dass wir noch richtig viel finden. Aber ich habe eigentlich Angst, dass wir zu viel finden gleich. Ja, weil das war, nicht entscheiden ja, kann. Das war ja eben schon ein bisschen das Problem. Also es lohnt sich auf jeden Fall hierher zu kommen mit ganz viel Zeit. Weil ja, es und ist, nicht am Wochenende. Nee, dann findet man hier, denke ich, richtig, richtig gute Sachen. Ich hätte jetzt schon irgendwie die Hälfte mitnehmen können. Ja, auf jeden Fall. Und oh, hier sieht es auch wieder so schön aus. Da vorne ist auch noch was. Ja. Dann gehen wir da jetzt mal hin. Fertig. Wir haben auch ganz gut was geschafft. Also es hat auch super, super viel Spaß gemacht. Ja, auf jeden man Fall. Muss aber definitiv noch ein paar Stunden mehr mitbringen. Sonst ja. Schafft man hier nur einen Bruchteil, weil man einfach so viel zum Stöbern hat. Wir sind ja nicht mal in vier Geschäften. Wir waren in drei, vier Geschäften nur. Aber das ist egal, weil jetzt geht es nämlich zur Holzenhalle. Und dann essen wir in Ruhe. Und dann geht unser Programm weiter und es ist so spannend. Also ja. Ich freue mich richtig doll darauf. Ich freue mich auch. Da ist ein Typ drin, ne? Wenn ich den jetzt noch mitnehmen könnte, dann wäre mein Tag jetzt schon perfekt. Der aber ist so du hast süß. Auch mich. Aber guck mal, wie flauschig der ist. Auf den Bon. Wir waren erfolgreich, wie man sieht. Ja, definitiv. Und jetzt werden wir gleich erstmal richtig was essen. Essen. Vielleicht diese 23. Wir haben jetzt schon gegessen und gerade auch mal in die Abreiterhalle reingeguckt. In die, wo dann auch die Reiter sind, die gleich den Start haben. Aber jetzt dürfen wir auch noch mal ein bisschen in die Stallung gucken und sehen, wie die Pferde hier stehen. Ich bin feeling something for you lately. Es schläft. Ja, schläft. Ja, schläft. Ja, schläft. Ja, schläft.
das, also diese ganze Reihe ist nicht gut dafür. Weil wir kommen immer zu diesem Turnier als Erste und dann bauen die das immer schon so an. Kathleen steht da vorne, glaube ich. Ich glaube fast, das ist der Schrank. Ah, okay. Gehen wir in die Richtung gleich raus? Oder wollt ihr noch die Steilkälte sehen? Ja, ja. Genau. Wir haben jetzt auch die Stallung gesehen und hier ist das Besondere, dass es auch feste Boxen gibt und nicht nur Stallzelte, aber wie auf jedem Turnier, wo wir bis jetzt waren, total entspannt. Alle Pferde sind auch super entspannt und jetzt gucken wir gleich nochmal beim Wettcheck zu von den internationalen Dressurreitern. Aber kurz gehen wir einmal ins Warme und dann wollen wir natürlich auch noch durch die Ausstellung ein bisschen bummeln, bevor es dann in den Parcours geht. Also ihr merkt, wir haben ganz schön viel Programm und ich freue mich, dass ich euch dabei mitnehmen kann. Check zugeguckt und das waren so schöne Pferde. Jetzt setzen wir uns noch mal einen Augenblick hin und dann geht's in den Parcours. Wir dürfen nämlich auch den Parcours gleich noch besichtigen und da freue ich mich schon drauf und dann haben wir ganz viel Zeit, uns auch die Prüfungen ganz in Ruhe anzugucken. Wird schon der Parcours jetzt aufgebaut, beziehungsweise ist fast fertig aufgebaut und wir gehen da gleich mal rein und gucken uns das Ganze mal an. Und ich bin sehr gespannt, wie das von drin aussieht, denn ich habe es jetzt ja eben schon von oben gesehen und es ist eine sehr gemütliche Halle und ich freue mich schon, da gleich reinzugehen. Einer der Top-Cracks, der ist bei uns, das ist Christian Hess und er wird uns gleich den Parcours ans Herz legen, aber die andere Dame daneben kennt sie sicherlich auch, das ist nämlich die Instagramerin und Bloggerin Bidi Bo, die hier das Turnier an diesem Wochenende aus Social Media Sicht begleitet. Und ich darf einmal dir das Wort übergeben, denn du hast auch die eine oder andere Frage an unseren Star Christian Hess. Vielen Dank. Kann man das erklären?
Sehr schön, in der Tat, der steht, der kommt wirklich schnell. Ich habe mir jetzt in diesem Fall nicht die Mühe gemacht, abzuschreiben, aber ich glaube, es wird einer weitergehen, der vielleicht sogar von 8 zu 9 die Galoppstunde gemessen hat, weil es im Grunde fast ein bisschen die Distanz reißen lassen würde. Aber wie gesagt, der Eingang wurde auch ganz bewusst in die Ecke reiten, wo er das geht und dann wird die Sprung ganz klar anreiten. Dann geht es auch schon auf den Schluss. Auf unsere Plätze, dann gucken wir noch die letzten Reiter und dann ist der Tag schon fast rum. Ja, er war lang und er war schön, aber er könnte ruhig auch noch ein bisschen länger gehen. Ich darf jetzt einen Sonderehrenpreis übergeben für die beste Amazone der Prüfung. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich sowas noch nie gemacht habe. Sonderehrenpreis bereits von 250 Euro gibt es einen Shopping-Voucher und die Siegerehrung dafür wird nun vorgenommen durch Frau Saskia Meyer. Wir sind ja noch 2 Tage hier und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis dann. Tschüss.